Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren GIMP 2.10 Video über die Transformationswerkzeuge. Heute möchte ich euch die restlichen vorstellen. Letztes Mal haben wir ja gespiegelt, gedreht und skaliert, also die Größe verändert. Und heute möchte ich euch noch die wirklich wahre Power von GIMP 2.10 vorstellen. Als erstes Werkzeug wäre da zu nennen das Scherenwerkzeug. Das kennen wir auch schon von der alten GIMP-Version, das ist nichts Wildes, das ist dieses hier. Ich kann hier draufklicken, jetzt bekomme ich hier so eine Dialogbox, kann in X-Richtung scheren, sehe dann so aus oder in die andere Richtung, so und in Y-Richtung. Also ich verschiebe hier von der Ebene einmal in X-Richtung und in Y-Richtung, beziehungsweise umgekehrt. Das wäre ja die X-Richtung und das wäre die Y-Richtung. Das ist also nichts Spektakuläres. Das nächste Werkzeug ist da schon etwas interessanter. Da haben wir die Ankertransformation. Jetzt geht es schon in die Perspektive. Ich kann mir hier ein paar Punkte setzen. Setzen wir mal 4 Stück. Könnt ihr beliebig anordnen. Und an diesen Punkten könnt ihr dann ziehen und das ganze Ding transformieren. Ihr seht, da tut sich so einiges. Das sieht dann schon sehr räumlich aus. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Auch das werde ich wieder zurücksetzen. Ich könnte natürlich jetzt hier auf Transformieren drücken oder auf Transformation drücken und dann würde er das so übernehmen. Das nächste Werkzeug ist die Perspektive. Da gehen wir auch mal rein. Da können wir jetzt hier an diesen Ecken ziehen und auch was Ähnliches machen wie gerade. Wir können auch wieder räumliche Perspektiven erzeugen. Das ist zum Beispiel interessant, wenn ich ein Foto von einem Schild habe und das Schild gerade machen möchte. Oder ich habe ein Foto, wo ein Schild gerade drauf ist, ein Richtungspfeil und den möchte ich anpassen. Das kann ich dann relativ einfach über diese Eckpunkte. Unterscheiden tut sich dieses Werkzeug nur in dem Fall, dass ich hier keine Anker setze, sondern wirklich immer die Eckpunkte benutzen muss. Und auch das setzen wir wieder zurück. Nochmal vielleicht zur Technik. Ich habe hier einen Hintergrund einfach in Schwarz gewählt und meine Ebene, die jetzt hier sichtbar ist, das ist dieser Farbverlauf. Das ist also eine kleine Ebene, die ich dann angepasst habe. So, als nächstes wäre da das Spiegelwerkzeug, das kennen wir von dem Hut, und die Käfigtransformation. Hier wählen wir uns einen Bereich aus, den wir transformieren möchten. Ich nehme mal hier diesen blau-gelben und genau dieser Bereich wird dann transformiert. Jetzt kann ich das wieder hier ziehen und verändern. Man hat gerade noch nicht so viel gesehen. So, ihr seht, ich transformiere wirklich innerhalb des Bildes, innerhalb der Ebene in diesem Bereich, den ich vorher ausgewählt habe. Kann dann einfach ein bisschen die Punkte herüberziehen. Okay, auch das machen wir wieder zurück. Und als nächstes möchte ich euch das Power Tool vorstellen, und zwar die Warp-Transformation. Hier können wir so einiges machen, und zwar das ganze Bild verschieben, Pixel einzeln verschieben, vergrößern, verkleinern. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe hier meine Effekte. Da habe ich zum Beispiel Pixel bewegen. Dann habe ich hier diese Pinselgröße, die mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Und jetzt will ich hier einen bestimmten Bereich von Pixeln verschieben. Und ziehe das jetzt hier einfach mal so ein bisschen runter, mach so eine kleine Wellenbewegung da rein. Die Pinselgröße spielt hier natürlich eine ziemlich große Rolle. Wenn ihr bestimmte Bereiche oder maximale Bereiche übernehmen wollt, dann macht ihr den Pinsel sehr groß und sonst halt sehr klein. Als nächstes wäre dann ein Bereich vergrößern. So, dafür mache ich den Pinsel mal etwas kleiner. Ihr könnt übrigens hier ziehen und über den Bildschirm hinausgehen. Und ich habe ja die Tasten belegt S, D und A.
S für den Standardwert, D für das Vergrößern und A für das Verkleinern. So, und diesen Bereich hier, den möchte ich jetzt vergrößern, als würde da noch eine Wölbung entstehen. Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf und ihr seht, da wird was vergrößert. Viel deutlicher wird es noch, wenn ich das jetzt hier mal so rüberziehe oder hier an den Kanten. Da merkt man, dass der Bereich wirklich vergrößert wird. Analog dazu habe ich natürlich auch das Verkleinern. Ich kann jetzt auch hier wieder rübergehen und die Teile verkleinern. Das wird gleich interessanter in einem Porträt. Das werde ich euch nochmal zeigen, wie man dann Augen oder Nase vergrößern und verkleinern kann oder auch die Stirn ein bisschen bewegen. Dann haben wir noch Drehen im Uhrzeigersinn, auch sehr interessant. Wenn ich jetzt hier das Ganze mal etwas drehen möchte, kann ich hier noch so mal ein bisschen rumgehen. Ich kann hier wirklich, hier unten sehen wir es vielleicht sehr gut, im Uhrzeigersinn das ganze Ding drehen. Bisschen stärker noch. So, hier sieht man das schon, wenn ich jetzt hier das bewege. Einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Auch das sehen wir gleich besser an einer Uhr. Da können wir so ein bisschen die Zeit verlaufen lassen. Ja, und was hier noch ganz nett ist, ich überspringe den Punkt mal, das Glätten. Kann ich hier drüber gehen und den Bereich auch ein bisschen wieder glätten. Da ist es dann nicht ganz so verzerrt. Und was ganz toll ist, ich habe hier noch die Funktion Effekte zurücknehmen. Also ich gehe hier rüber über das ganze Bild und kann die Effekte dann komplett zurücknehmen, die ich hier angewandt habe. So, das ist jetzt eine schöne Spielerei. Da kann man natürlich ein paar tolle Farbverläufe, ein paar tolle Schwingungen, etwas Abstraktes mit zeichnen, aber wir können das auch in einem Foto anwenden zur Komposition. Da habe ich mir mal hier die Uhr ausgewählt. Da können wir auch mal die fließende Zeit rausmachen. Kennt ihr wahrscheinlich von Salvatore Dali. Gehe jetzt hier einfach mal auf Drehen im Uhrzeigersinn. Jetzt muss ich mir noch eine ordentliche Pinselgröße auswählen. Setze hier in die Mitte meines Zifferblatts, drücke auf D, das hatte ich ja so eingestellt. Und jetzt will ich einfach nur das Ziffernblatt mal ein bisschen drehen. Ich halte die Maustaste fest und ihr seht, wie sich das Ganze im Uhrzeigersinn verzieht. Drehen gegen den Uhrzeigersinn und dann drehen wir das hier auch nochmal. Auch hier kann ich ganze Pixelflächen bewegen. Jetzt hier unten zum Beispiel dran ziehen. Oder ganz radikal die ganze Uhr verformen. Ich denke, das ist doch schon ziemlich beeindruckend. Da kann man so einiges mitmachen. So, das war jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber auch diese Werkzeuge sind in der Bildbearbeitung ganz gut. Hier kann ich dann Proportionen ändern. Aber ich möchte dieses Auge jetzt vergrößern. Das ist meine Pinselgröße, vielleicht noch etwas größer den Pinsel. Und als Effekt nehmen wir jetzt Bereich vergrößern. Und dann klicke ich hier mal etwas drauf. Und da auch, dann kommen die Augen doch schon etwas mehr raus. Ich könnte die Nase etwas verkleinern. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, damit es noch immer einigermaßen ansprechend aussieht. Oder ich könnte auch diesen Mund hier zumachen. Das ging hier zum Beispiel auch mit dem Verkleinern-Werkzeug, Bereich verkleinern. Mal gucken, ob ich das jetzt hier so hinkriege. Ich klicke hier drauf und man sieht, dass das dann immer an der
Stelle verkleinert wird. Ich mache es jetzt mal nicht so exakt. Ups, da war ein bisschen viel. Aber ihr könnt euch das, glaube ich, auch vorstellen. Man sieht es auch. Jetzt müsste ich vielleicht noch mal, jetzt habe ich hier noch diesen weißen Strich dazwischen. Das sieht jetzt vielleicht nicht so toll aus. Da würde ich jetzt mit dem Abdunkeln-Werkzeug drüber gehen. Denn die Zähne würde man in dem Moment ja auch nicht sehen. So, auch hier wieder eine vernünftige Größe einstellen. So, ich habe gerade hier drauf gedrückt, es wurde heller, also ich habe nichts abgedunkelt. Wenn ich was abdunkeln möchte, muss ich die Steuerungstaste festhalten. Und jetzt gehen wir mal hier einfach ein bisschen drüber. Dann sieht man, dass ich das abdunkeln kann. Können natürlich auch exakt hier rein und dann das auch mal schwarz mit dem Pinsel nachzeichnen. Da sollte der Pinsel allerdings noch kleiner sein. Ja, das war's dann zu den Transformationswerkzeugen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, abonniert doch einfach meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.